Colliquio Podcast. Weil wir hier ein Podcast sind für vor allem Mediziner. Es gibt sehr viele Space Medicine Kurse, die angeboten werden. Die ESA hat eine Website. Jeder, der reinschnuppern möchte in Space Medicine, sollte sich mal einen dieser Kurse anschauen oder anhören. Weil die Space Medicine wirklich anders ist, exotisch, aber ungemein spannend. Die Medizin, unendliche Mysterien. Dies sind die Abenteuer von Dr. Don Felix Rejek. Hallo Don Felix, herzlich willkommen mal wieder im Podcast zur ärztlichen Redepflicht. Servus Andi, das war ja ein geiler Einstieg. Den habe ich heute mitgebracht, weil du hast gesagt, heute könnte es ein bisschen abgespaced werden. Könnte man so sagen, ja. Bist du eigentlich auch so Weltraum-Nerd? Hast du früher Star Trek und Star Wars geguckt? Ich habe tatsächlich beides geguckt, aus unterschiedlichen Gründen. Manche sagen ja, das ist nicht vereinbar, während ja quasi Star Wars schön martialisch und Schlachten im Weltall war Star Trek für mich immer das deutlich wissenschaftlichere und dementsprechend halt anders interessant. Und ja, wenn man der Jahrgang von Wesley Crusher war, dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man durchlebt diese Kadettenlaufbahn auf dem Raumschiff Enterprise selbst mit. Ja. War ich total dabei, ehrlich gesagt. Kann ich nachvollziehen. Okay. Der Titel, den du jetzt genannt hast, dass es basic wird, das kann ja viele Ursachen haben. Wir haben ja auch zuletzt auch schon über Future Medicine oder Future OP geredet. Aber es geht jetzt tatsächlich um den Weltraum. Ich habe was ganz Spezielles gehabt, und zwar in meinem Notarztkurs habe ich mir angewöhnt, ich frage immer, von welchen Fachrichtungen denn die Leute kommen. Und dann frage ich natürlich immer ab, wer ist aus der inneren Medizin, wer ist aus der Anästhesie, wer ist aus der Chirurgie. Und dann frage ich immer, und wer sind die Einhörner im Raum? Und dann melden sich meistens Leute und sagen, ich bin Kinderpsychiaterin oder so. Und dann hat plötzlich sich eine gemeldet und die meinte, na, ich arbeite für die European Space Agency. Und dann war ich schon mal so ein bisschen interessiert. Und nach einem kurzen Gespräch haben wir uns dann entschieden, das ist sicher so interessant, will ich euch alle mal mitnehmen und die Jennifer kennenlernen. Die Jennifer ist jetzt bei uns und die würde sich kurz selber vorstellen. Hi, liebe Jennifer. Guten Morgen, vielen Dank für die nette Einführung und Begrüßung. Freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Jennifer Ngoan. Ich arbeite seit 2006 bei der ESA, European Space Agency. Böse Zungen nennen uns auch die Extremely Slow Agency. Da ist teilweise etwas Wahres dran. Zum Beispiel ist das Gendern noch nicht ganz in unserem Sprachgebrauch angekommen. Nehmt es mir daher nicht übel, wenn ich nachher ab und zu von der bemannten Raumfahrt spreche. Ich hätte jetzt einfach mal die Annahme etabliert, dass eure Alltagssprache eher Englisch als Deutsch ist. Und im Englischen muss ja prinzipiell mal so nicht gegendert werden, weil die Wörter per se mal neutral sind, oder? Das ist korrekt, ja. Okay, also das heißt, ich habe mir bisher immer sehr große Mühe gegeben und das eigentlich auch ganz gut, glaube ich, über die Runden bekommen. Wir haben keine Beschwerden bisher gehabt, aber wir werden es dir nicht übel nehmen, wenn du, sagen wir mal, in jetzt nicht deiner üblichen Sprache Komplikationen entwickelst, sagen wir es mal so. Okay, erzähl mal weiter, was bist du sonst noch sowas? Ja, wie bin ich zur ESA gekommen? Eigentlich ganz ungeplant, um ehrlich zu sein. Ich habe zuerst Medizin studiert an der Universität Tübingen, habe dort an der Herz-Thorax-Gefäßchirurgie promoviert. Und während dem Medizinstudium hatte ich das unglaubliche Glück, ein Jahr lang in Amerika in einem Neurophysiologie-Labor zu forschen, in Portland, Oregon, an der US-Westküste. Die Erfahrung hat mich so fasziniert, dass ich mehr davon machen wollte. Ich habe dann nach dem Medizinstudium noch das Studium der Neurowissenschaften drangehängt. Das habe ich dann 2006 mit einem PhD abgeschlossen. Und nach all den Jahren Studium musste ich mich dann mal um eine bezahlte Arbeit kümmern. Und bei meinen Recherchen nach einer Arbeitsstelle bin ich auf eine Trainee-Stelle in der wissenschaftlichen Abteilung des ESA-Direktorats für bemannte Raumfahrt gestoßen. Da habe ich mich beworben. Erfolgreich, und 17 Jahre später bin ich da immer noch. Ich bin natürlich inzwischen kein Trainee mehr. Bis 2021 war ich mit der Koordination und Leitung von unserem Forschungsbereich betraut. Was das genau beinhaltet, kann ich ja nachher erzählen. Aber nur um meine Vorstellung abzurunden, vor kurzem bin ich in ein eher politisch-strategisches Feld der ESA gewechselt.
Ich kümmere mich jetzt um die europäischen Länder, die noch nicht bei der ESA sind und versuche, diese an unsere Aktivitäten ranzuführen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, mit welchem von den Stereotypen, die ich im Kopf habe, ich dich als erstes konfrontieren soll. Also man könnte jetzt erstmal sagen, Portland kenne ich. Da sind schon der Anteil an Hippies ein bisschen größer als anderswo. Hast du dich an der Hippie-Kultur denn so ein bisschen beteiligt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich war ziemlich beschäftigt mit Studieren und Forschen. Mhm. In der Tat, Portland ist eine ganz tolle Stadt. Und ich muss sagen, es ist eine sehr europäische Stadt. Die 4 Jahre, die ich dort verbracht habe, waren super. Da wird viel Fahrrad gefahren. Genau. Ja. Dann muss ich dich einfach, also dann hast du dich letztendlich schon in die zweite Schublade geschoben. Erstens die akademischen Leistungen, die du gebracht hast und was die Hörer nicht wissen, unsere genetisch ähnliche Herkunft, nämlich wir kommen beide von asiatischen Eltern, schiebt dich so ein bisschen in die Nerd-Ecke. Es tut mir leid. Macht nichts. Du bekennst dich schuldig. Unser Ruf, der Ruf der Space Agencies allgemein, also nicht nur der europäischen, sondern aller Space Agencies, ist, dass wir aus Nerds bestehen. Okay, also du bekennst dich schuldig. Ja gut, das ist ja schon mal fein. Dann haben wir eine schöne Grundlage geschaffen. Ich glaube, ich bin da auch nicht so ganz weit weg von dieser Schublade. Aber ich bin natürlich einer von den coolen Nerds, klar. Kann ich bestätigen. Danke. Also jetzt, du hast ja deine ärztliche Ausbildung abgeschlossen. In welcher medizinisch-ärztlichen Kapazität warst du denn dann tätig bei der ESA? Die ESA besteht, oder der medizinische Teil der ESA besteht aus 2 Teilen. Es gibt einen Forschungsteil, dort war ich, und es gibt einen operativen Teil. Das ist der Teil, oder die Mediziner kümmern sich um die Gesundheit und um die mentale Fitness unserer Astronauten. Mhm. Ich bin im Forschungsteil der ESA gelandet. Das heißt, wir versuchen da herauszufinden, was ist der Einfluss von Schwerelosigkeit und den Weltraumbedingungen allgemein auf den menschlichen Körper. Okay. Und wir versuchen herauszufinden, wie man dem entgegenwirken kann. Das ist so zusammengefasst. Das, was uns antreibt bei unserer Arbeit, bei unserer täglichen Forschungsarbeit. Die anderen, die sind in Köln beheimatet, die Space Medicine Experten, sind quasi die Müller-Wohlfahrts der Astronauten. Alles klar. Dort sind die Trainer, die Astronauten auf ihren jeweiligen Missionen vorbereiten. Und es sind dort eben auch die Ärzte und Physiotherapeuten, die unsere Astronauten gesund und fit halten. Ziemlich, ziemlich interessant. Und jetzt sagst du bist in dem Forschungsteil, in dem Forschungsarm sozusagen tätig. Habt ihr dann richtige Experimentenprotokolle oder wertet ihr primär Daten aus von Astronauten, die aus dem All, also aus der Schwerelosigkeit zurückkommen? Es ist eine Mischung aus beidem. Die internationale Raumstation kreist ja 400 Kilometer über unserem Kopf. Und wie der Name schon sagt, die internationale Raumstation wurde von internationalen Partnern gebaut. Zugang zu dieser wirklich einzigartigen Forschungsplattform wird international koordiniert. Das heißt, jeder Wissenschaftler, der irgendein Interesse daran hat, herauszufinden, was mit dem menschlichen Körper passiert im Weltall, darf einen Forschungsantrag bei uns einreichen oder bei unseren internationalen Partnern. Der wird begutachtet und diejenigen, die diese Evaluation überstehen, die werden dann auf der Raumstation durchgeführt. Es gibt verschiedene Arten von Experimenten. Es gibt Teams, die wollen nur schauen, wie reagiert der Körper vor und nachher auf bestimmte Reize, auf bestimmte Protokolle. Und es gibt auch Forschungsteams, die möchten wissen, was genau passiert im Weltall, wie adaptiert sich der menschliche Körper. Also wir haben ein Sammelsurium an verschiedenen Forschungsexperimenten und Forschungsfragen. Bezieht sich die Forschung größtenteils oder primär auf tatsächliche Schwerelosigkeit oder gibt es auch Aspekte der Forschung, die sich auf die Isolation letztendlich beziehen? Ich sehe, du hast dich gut vorbereitet. Nee, ich bin einfach nur schlau. Es gibt 3 große Herausforderungen, wenn wir Menschen oder bemannte Crews in den Weltraum schicken.
Isolation, Strahlung und Schwerelosigkeit. Okay. Und genau diese drei Herausforderungen versuchen wir mit unserem Forschungsprogramm zu beleuchten. Mhm. Wir versuchen herauszufinden, was kann man machen, um Crews vor den Folgen von Isolation, mhm, immer dasselbe Team um sich rum zu haben, zu bewahren, mhm, und dafür zu sorgen, dass sie 24 Stunden am Tag effizient arbeiten, mhm, und reagieren können. Wir versuchen herauszufinden, was können wir machen, um Crews vor den Auswirkungen von Strahlung auf ihren menschlichen Körper zu bewahren. Und wir versuchen natürlich herauszufinden, was macht die Schwerelosigkeit mit dem menschlichen Körper und wie können wir dafür sorgen, dass die Nebenwirkungen der Schwerelosigkeit so gering wie möglich gehalten werden können. Also wenn man jetzt sozusagen das nächste große Ziel, das in den Medien immer besprochen wird, nämlich die Reise zum Mars, sozusagen sich überlegt, dann ist ja da schon, ist das ja alles eigentlich eine Basis dafür, dass das überhaupt stattfinden kann. Also dass man sagen kann, okay, wie lange ist man zum Mars unterwegs? Mit dem heutigen Stand der Technologie wäre die Crew 2,5 Jahre unterwegs insgesamt. Nice, ich wollte gerade 3 Jahre raten, da war ich ja nicht ganz weit weg. Und da müssen sie eben genau diese drei Probleme sozusagen abdecken. Wie ist denn das jetzt, also wenn ich jetzt höre Schwerelosigkeit und Effekte auf den Körper, dann denke ich immer erstmal an meinen Fachbereich, nämlich Knochen, Unfallchirurgie, Orthopädie. Das heißt, also das ist ja bekannt, dass die Knochendichte abnimmt, je länger man im All ist. Und dann sieht man immer in irgendwelchen Dokumentarfilmen, dass die Astronauten da Fitnesstraining machen und irgendwelche Geräte haben. Gibt es da irgendwelche anderen Maßnahmen, die man ergreifen kann? Das ist Schwerpunkt unserer Forschung. Mhm. Du hast es richtig erwähnt. In den ersten 7 Tagen im All verlieren Astronauten ungefähr 37% ihrer Muskelmasse. Krass. Wenn sie nichts machen, wir kennen das ja alle, if you don't use it, you lose it. Deswegen müssen Astronauten verpflichtend 2 Stunden am Tag Training machen. Also die müssen dann auf speziellen Fahrrädern radeln oder, mhm, Krafttraining durchführen. Die körperliche Leistungsfähigkeit geht im Durchschnitt trotzdem um 40% runter. Mhm. Wir haben ja vielleicht alle die Bilder im Kopf, wenn Astronauten von ihren Missionen in der kasachischen Wüste wieder ankommen. Mhm. Die, mhm, müssen aus ihren Kapseln gehievt werden, weil sie einfach zu schwach sind, um sich selber rauszubegeben. Wenn wir jetzt eine Crew zum Mond oder zum Mars schicken für lange Zeit, wird es dort kein Empfangskomitee geben, genau, die sie empfängt und rausholt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir bis dahin noch gute Gegenmaßnahmen identifizieren, mhm, die gut machbar sind, die praktikabel, mhm, sind. Und das treibt unsere tägliche Arbeit an. Da frage ich kurz 2 Fakten ab. Wie viel Schwerkraft erwartet die denn dann auf dem Mars im Vergleich zur Erde? Ist es der gleiche Wert? Es ist 1/6 der Schwerkraft auf der, okay, Erde. Also etwas weniger. Ist das nicht auch auf dem Mond nur 1/6? 1/8. Ah, okay. Aber wieder nah dran, Don Felix. Ja. Und eine andere Frage, wie trainiere ich Kraft oder mit Gewichten in der Schwerelosigkeit? Ja, das ist ganz witzig. Die werden festgeschnallt mit Gürteln und Spanngurten, damit sie eben nicht wegschweben von ihren Trainingsgeräten. Wir haben dort ein ganz spezielles Fahrrad, auf das sie festgeschnallt werden. Und was Astronauten auch sehr gerne machen, um sich sportlich zu ertüchtigen, ist, sie rudern. Mhm. Also sie sitzen dann festgezurrt in einem speziellen Gerät und machen Ruderbewegungen. Das bedeutet also, die arbeiten immer gegen den Widerstand? Der von dem Gerät erzeugt wird. Okay. Korrekt. Ich hätte erwartet, dass zum Beispiel auch so Übungen wie Terrabänder oder so ganz gut funktionieren, weil die halt einen eigenen Widerstand erzeugen. Das Problem mit Bändern ist, der Raum, mhm, auf der Raumstation ist begrenzt. Ja, verstehe. Die können also leider nicht durch die Raumstation springen oder hüpfen. Das würde auch die Instrumente und die Systeme an Bord, mhm, gefährden. Mhm. Deswegen versuchen wir, so wenig wie möglich sportliche Aktivitäten vorzuschreiben oder zu erfinden, okay, die ein Risiko bergen könnten für alles, was da oben eben ist. Verstehe. Jetzt befasst du dich mit der Forschung.
Hast du in irgendeiner Art und Weise in Anführungsstrichen eine klassische Facharztausbildung gemacht? Ich habe das Medizinstudium abgeschlossen und bin, wie gesagt, direkt in die Forschung. Wollte eigentlich anschließend entweder intensivmedizinisch oder neurochirurgisch mich spezialisieren und bin dann aber hängen abgelenkt worden durch die Space Medicine. Und kann man in irgendeinem Rahmen bei der ESA eine Facharztausbildung oder einen Teil davon machen? Die Ärzte, die bei der ESA sind und sich um die Gesundheit der Astronauten kümmern, haben in der Tat alle einen Facharzt. Das sind Radiologen, das sind Orthopäden wie du oder auch Chirurgen. Bei der ESA selber, weil wir keine Klinikumgebung haben und bieten, kann ein Facharzt nicht gemacht werden. Wir arbeiten aber sehr eng mit Kliniken, zum Beispiel mit der Universitätsklinik Köln zusammen, von wo auch sehr viele der Kollegen, die in Köln unsere Astronauten betreuen, stammen. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, Köln hat auch eine ziemlich große sportmedizinische Fakultät. Ist da auch irgendein Overlap? Ja, wir arbeiten sehr eng mit der Deutschen Sporthochschule in Köln zusammen. Die, das Team dort oder die Angestellten dort führen auch recht viele der Experimente durch, die dann unsere Astronauten auf der Raumstation machen. Also das hört sich mega spannend an. Jetzt gehe ich nochmal auf diese Experimentenselektion an. Du hast ja gesagt, letztendlich kann jeder Wissenschaftler ein Protokoll einreichen, sage ich jetzt mal. Wie definiert sich Wissenschaftler? Also ich meine, kann ich eins einreichen? Ich habe auch einen Bachelor in Biologie, bin auch Wissenschaftler. Ja. Jeder kann ein Experiment einreichen. Wir haben sogar Schülerexperimente, wir haben sogar ab und zu Gelegenheiten für Studenten, um Experimentprotokolle durchzuführen. Das Wichtige ist, dass es Sinn macht, das Experiment an sich. Man darf jetzt oder man sollte jetzt nicht vorschlagen, man möchte den Kreislauf einer Giraffe in der Schwerelosigkeit untersuchen. Ist auch durchaus spannend, ist aber einfach nicht machbar. Andere wollen oder haben schon vorgeschlagen, dass sie Marmor als Schutz vor Strahlung ins Weltall schießen oder bringen. Auch eine gute Idee, aber auch eher kompliziert. Aber im Grunde steht die internationale Raumstation jedem frei. Und wenn ihr diese Protokolle dann auswertet und sagt, okay, Machbarkeit und welches wir dann auswählen, macht ihr auch Alternativvorschläge beziehungsweise verbessert ihr die Protokolle dann auch oder ist das dann in Händen von den Leuten? Das machen wir in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Teams. Deswegen sind oder bestehen wir eben auch aus zum Beispiel Ärzten oder Biologen. Wir verstehen oder wir versuchen zu verstehen, was die jeweiligen Teams untersuchen möchten, warum und können denen bei der Umsetzung dann ganz gut helfen. Viele wissen nicht, dass die internationale Raumstation eine Station ist, die Instrumente hat, die von vor 20 Jahren ungefähr stammen. Die Raumstation gibt's schon seit 2001. Das Equipment dort, die Instrumente, alles was dort an Bord ist, ist relativ veraltet und es ist nicht so, dass es das klassische Labor, das man hier auf der Erde ist, da oben um uns kreist. Es ist etwas veraltet. Man kann nicht alles durchführen und deswegen gibt's uns. Wir versuchen, die Experimentprotokolle, die bei uns eingereicht werden, so umzusetzen oder so umzuschreiben, dass sie eben machbar sind. Was viele auch nicht bedenken, ist, dass die Astronauten ja nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Viele von denen sind Kampfpiloten, haben einfach einen anderen Hintergrund und wissen gar nicht, wie man Experimente durchführt, wie man Blut abnimmt und so weiter. Deswegen muss alles so einfach wie möglich gemacht werden, damit eben jeder mitkommt. Wieso wählt man nicht mehr Menschen aus als Astronauten, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben? Der Trend geht inzwischen dazu, dass man mehr Wissenschaftler auswählt. Wenn man sich das Astronautenkorps anschaut, hat sich das verändert über die Zeit. Am Anfang waren sehr viele Kampfpiloten und Leute mit einem anderen Hintergrund als Wissenschaft involviert. Inzwischen sind es mehr Wissenschaftler. Alexander Gerst hat einen
archäologischen Hintergrund. Matthias Maurer ist Materialwissenschaftler. Okay. Also das wandelt sich. Und ich finde, das wandelt sich zum Guten oder zum Benefit der Wissenschaft. Mhm. Da höre ich aber jetzt ganz klar raus, dass früher der Ansatz war, das ist wahnsinnig körperlich belastend, wenn man eben ins Weltall geschossen wird und deswegen müssen wir erstmal fitte Leute haben. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir offensichtlich körperlich geeignete Wissenschaftler finden. Also weg von dem Nerdbild. Also wir schießen Don Felix ja ins Weltall jetzt, oder in Zukunft? Sorry, aber hast du mich mal angeschaut? Ich bin mega körperlich fit. Ja, ich meine ja eben, du bist die Kombination von Marathonläufer und Wissenschaftler. Also ich wollte dich ja schon einige Male auf den Mond schießen, aber jetzt habe ich auch einen echten Grund dafür, oder? Aber ich weiß nicht, ob das war das nicht in den 90er Jahren? Da hat doch die NASA letztendlich mehr oder weniger als Publikumsstunt gesagt, wir schicken jetzt mal normale Menschen ins All und haben doch dann diese Lehrerin ausgewählt. Das war die Challenger. Aber also da hat man ja eigentlich schon gesehen, okay, man kann, wenn man bestimmte medizinische Voraussetzungen erfüllt, auch in Anführungsstrichen normallos Weltraum-ready machen. Richtig, der Trend geht dazu. Wie man vielleicht auch den Medien entnehmen kann, gibt es immer mehr Firmen, immer mehr Möglichkeiten, um in den Weltraum zu gehen. Mhm. Ich denke, wären wir vor 100 Jahren hier zusammengesessen und hätten zum Beispiel über die damals noch sehr junge Luftfahrt. Nice. Nochmal? Ja. Gerne einfach. Ja. Wären wir vor 100 Jahren zusammengesessen, einfach da nochmal an der Stelle? Wären wir vor 100 Jahren hier zusammengesessen und hätten über die damals noch sehr junge Luftfahrt gesprochen, hätten wir uns auch nicht ausmalen können, dass wir jetzt mit einer Selbstverständlichkeit von München nach Amsterdam fliegen und auch wieder zurück innerhalb von 24 Stunden. Und ich denke, in 100 Jahren wird es mit dem Weltraum ähnlich sein. Der Weltraum wird offener sein für normale Menschen. Natürlich vielleicht nicht ganz so rasant wie in der Luftfahrt, weil die Raumfahrt ja doch etwas komplizierter ist als die Luftfahrt. Aber ich denke, in der Zukunft wird der Weltraum auch zugänglich sein für Menschen wie du und ich. Ich glaube, das ging ja schon davor los. Das war ja schon beim Zug so, dass die Leute am Anfang beim Zugfahren gedacht haben, das macht psychische Schäden, wenn man da bei hohen Geschwindigkeiten damals 30 km/h aus dem Fenster guckt. Gut, ich hab jetzt noch so ein Sammelsurium an Fragen. Schauen wir mal, ob du sozusagen die richtige Adressatin bist. Aber eine Sache, die mich noch interessiert hat, wir haben ja vorhin über diese Herausforderungen gesprochen, die Astronauten im All, insbesondere bei längeren Aufenthalten, haben. Was ist eigentlich mit dem Tag-Nacht-Rhythmus? Weil ich merke an meinem eigenen Leben, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, der keinen richtigen hat, aufgrund von meinem Job. Und ich komme aber damit ganz gut klar. Aber die haben ja überhaupt keinen. Also geht bei denen die Sonne auf und unter richtig? Alle halbe Stunde oder sowas, oder? Sehr interessante Frage, lieber Don Felix. Die internationale Raumstation wird ja von internationalen Partnern betrieben, die alle auf verschiedenen Orten der Welt sitzen. Mhm. Zwei große Partner sind die Russen und die Amerikaner. Ja. So, auf welche Uhrzeit hat man sich für die Raumstation geeinigt? Greenwich Central Time. Auf die europäische. Nice. Das heißt, die Astronauten folgen der europäischen Zeit. Mhm. Die werden so gegen 7 Uhr morgens vom Kontrollzentrum aufgeweckt und haben dann den 12-Stunden-Tag und folgen eigentlich im Tag-Nacht-Rhythmus wie wir hier in Europa. Also mit dem 24-Stunden-Tag. Das ist richtig, ja. Ist der Tag auf dem Mars nicht 26 Stunden oder so lang? Der ist etwas anders wie hier auf der Erde. Okay. Aber es gab auch schon Vorschläge, das auf der Raumstation zu simulieren, um zu schauen, was macht es mit den Astronauten, wie adaptieren die sich. Aber bisher haben wir davon noch Abstand genommen. Es gibt noch zu viele andere Sachen, die beforscht und untersucht werden müssen, bevor wir uns um solche Dinge kümmern. Wobei ich jetzt das Gefühl hätte, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Tag-Nacht-Rhythmus könnte man ja auch einfach auf der Erde simulieren. Das stimmt, wird auch gemacht. Mhm. Es gibt viele Analogstudien, die wir hier auf der Erde auch fördern und durchführen. Mhm.
Die Europäische Raumfahrtorganisation macht nicht nur Forschung im Weltall. Mhm. Wir führen auch Forschung hier auf der Erde durch. Wir führen zum Beispiel Bettruhestudien durch, wo wir simulieren, dass Menschen eben ihre Muskeln nicht benutzen. Wir führen eben auch Studien durch, sogenannte Isolationsstudien, wo wir Crews für eine bestimmte Zeit einschließen, in kontrollierten Studien, um eben zu schauen, was machen die miteinander. Und ja, auch so Sachen wie der Tag-Nacht-Rhythmus wurde auch in solchen Studien untersucht. Werden die Informationen, die aus diesen Studien herauskommen, da sehe ich ja noch eine ganz andere Population, die da groß davon profitieren kann, die deutlich mehr sind als die Zahl der Astronauten, nämlich geriatrische Patienten. Also viele von den Patienten, die ich behandle, die haben ja auch das Problem, dass sie sehr weiche Knochen haben und dass sie letztendlich am Muskelschwund leiden, weil sie im Bett liegen. Gibt es da irgendwie einen Austausch? Werden da Studien gemeinsam konzipiert? Sehr richtig. Interessanterweise, sehr viele unserer Wissenschaftler, die am Knochensystem unserer Astronauten interessiert sind, sind in ihrem Hauptberuf, in ihrem Hauptforschungsschwerpunkt mit dem normalen Knochensystem der Erdlinge beschäftigt. Mhm. Das sind oft Experten aus dem Osteoporose-Bereich und es von denen stammen auch sehr viele der Gegenmaßnahmen, die an Astronauten erprobt werden. Also wir haben schon verschiedene sogenannte Cocktails an unseren Astronauten und an Bettruheprobanden zum Beispiel ausprobiert, die auf Vitamin D basieren, auf Calcium und auf anderen Sachen. Wir haben bisher leider noch nicht die Gegenmaßnahme gefunden. Das heißt, wir suchen noch weiter. Aber in der Tat, wir koordinieren und wir stimmen uns sehr, sehr eng ab mit Experten aus dem Muskel-Knochen-Herz-Kreislauf-Bereich. Wird Elektrostimulation angewendet auf der ESA, um die Muskulatur anzuspannen? Wir haben das schon vorgeschlagen. Unsere Astronauten sind aber leider nicht sehr begeistert, wenn wir das vorschlagen. Die dürfen ja jedes Experiment auch ablehnen. Aha. Und wir haben bisher noch nicht sehr viele Freiwillige gefunden, um Elektromuskelstimulation auf der Raumstation durchzuführen. Man muss aber auch sagen, es ist ein sehr großes und aufwendiges Experiment, weil wegen der Stromschläge, die produziert werden, das Ganze in einem recht großen beängstigenden Apparat sitzt, vor dem die Astronauten einfach auch Respekt haben. Kann ich nachvollziehen. Jetzt habe ich ein paar Fragen, weil ich bin ja per se mal im Herzen auch Notfallmediziner, zu medizinischen Notfällen im All. Gab es da in der Vergangenheit schon mal irgendwelche signifikanten, von denen du berichten darfst? Es gab schon medizinische Vorfälle. Glücklicherweise war es bisher noch nie so, dass wir Astronauten sowohl auf der europäischen, amerikanischen oder auch auf der russischen Kosmonautenseite, dass wir die notfallmäßig zurückbringen mussten. Okay. Es ist an Bord der Raumstation immer eine Kapsel bereit, um Astronauten im Notfall innerhalb von 6 Stunden zurück zur Erde zu bringen. Interessant, wusste ich nicht. Die wird alle 6 Monate ausgetauscht, um eben sicherzustellen, dass die Astronauten im Falle eines Notfalls sicher und zügig zur Erde zurückkommen können. Musste bisher zum Glück noch nicht eingesetzt werden, aber wir wären gerüstet für den Fall der Fälle. Jetzt habe ich mich natürlich auch jahrelang auf diese Episode vorbereitet und jeden Space Western und Raumschiff-Schießerei-Filme gesehen, die es da nur so gibt. Und da passiert in diesen Raumstationen häufig doch auch mal irgendwie ein Missgeschick. Es kommt zu einer Verletzung, es kommt zu einer akuten Erkrankung. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Protokolle, wie sowas abgearbeitet wird. Zum Beispiel denke ich dran, kriegen die alle, wie so jemand, der über den Atlantik schippern möchte mit seinem Segelboot, so einen Crashkurs in Notfallmedizin, die Astronauten? Sitzt irgendwo ein Arzt immer auf Standby, der anleiten könnte, wie man jetzt da was näht oder dergleichen? Wie sind da so die Abläufe? Die Crew ist 24 Stunden am Tag wird 24 Stunden am Tag betreut von einem Team hier. Das steht für Notfälle parat. Die Astronauten selber wissen ja, bevor sie zur Raumstation gehen, mit wem sie für die kommenden Monate zusammenarbeiten und zusammenleben.
und werden dementsprechend auch trainiert. Das heißt, es sind immer mindestens zwei an Bord der Raumstation, die eine medizinische Notfallausbildung durchlaufen haben. Unser Freund Alexander Gerst zum Beispiel ist sehr stolz drauf, dass er Zähne ziehen kann. aber für die medizinische Versorgung an Bord, für Routine, Zwischenfälle, sind die Astronauten gerüstet und ausgebildet. Die könnten sich drum kümmern. Es gibt an Bord auch eine Notfallapotheke, auf die sie zurückgreifen können. Und wie gesagt, hier auf der Erde ist im Kontrollzentrum immer jemand da, der im Falle des Falles hilft. Kann man da irgendwie eine Art von Äquivalenz setzen? Also auf welchem medizinischen Niveau bewegen wir uns da? Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, okay, da sind Kampfpiloten, die haben ja, glaube ich, einfach vom Militär her schon eine ganz gute so Combat-Medizin-Ausbildung. Aber reden wir jetzt von einem Niveau Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, also Paramedic, mehr oder weniger? Ich würde den Stand von jedem Astronaut, was medizinische Notfalleinsätze angeht, mit dem Vergleichen eines erweiterten Ersthelfers. Okay. Und dann zusätzlich dazu können manche Astronauten noch etwas mehr und was dann ungefähr einem Rettungssanitäter entsprechen würde. Ja. Außer einer Schere und viel Klebeband, welches Equipment haben die? Haben die zum Beispiel einen Defi da oben, der speziell auf Schwerelosigkeit zugelassen sein muss? Ein Defibrillator befindet sich nicht an Bord der Raumstation. Sie haben aber eine Notfallapotheke an Bord. Sie haben für die Experimente sowieso zum Beispiel ein Ultraschallgerät. Mhm. Das ist ganz spannend, um sowieso allgemein die Prozesse des Körpers zu untersuchen. Mhm. Also es gibt einfaches Equipment, einfache Instrumente an Bord. Das muss ja auch für die dann anwendbar sein. Was hilft dann irgendwie das medizinische Gerät, wenn es dann nicht eingesetzt werden kann? Ist ja alles nur Zusatzgewicht. Richtig. Also es muss praktikabel sein und es muss eben auch so sein, dass jemand, der keine medizinische Ausbildung hat, damit umgehen kann und es auch gut anwenden kann. Habt ihr intravenöses Equipment dort für intravenöse Medikamente? Also in dieser Bordapotheke? In der Apotheke befinden sich in der Tat intravenöses Material. Die Astronauten können aber alle gegenseitig und von sich selber Blut abnehmen. Okay. Das brauchen sie für sehr viele der medizinischen Untersuchungen, die sie für uns durchführen. Mhm. Also da sind sie versiert drin. Okay, da fällt mir zum Beispiel auch, also Andi, du hast ja gerade das mit dem Defi gefragt. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe, wieso da keine erweiterten Reanimationsequipments dort sind, dass das einfach mechanisch, wie willst du denn in der Schwerelosigkeit eine Herzdruckmassage durchführen? Also ich kann mir das technisch nicht vorstellen. Das heißt, ich glaube, da muss man einfach sagen, okay, wenn ich im Raum irgendwie einen Herzstillstand habe, dann habe ich halt Pech gehabt, wahrscheinlich. Interessanterweise gibt es in Köln ein Team, das hat sich genau mit dieser Frage befasst. Mhm. Die haben ein international inzwischen anerkanntes oder eine Empfehlung herausgegeben für Reanimation oder Herzdruckmassage im Weltraum, in Schwerelosigkeit. Und nagelt mich bitte nicht fest, aber ich glaube, eine Empfehlung war, um in der Schwerelosigkeit effizient Herzdruckmassage zu geben, sollte man mit dem Knie drücken. Ah, okay. Okay. Das muss ich mir fast mal anschauen. Also da bin ich jetzt ein bisschen neugierig geworden. Das ist dann auch was mich noch interessieren würde. Diese Studien und diese Studienergebnisse, sind die für jedermann oder zumindest für den Fachkreis einsehbar? Wenn wir jetzt zum Beispiel interessierte Hörer haben, die sagen, ja, ich würde aber gerne nochmal die Giraffen-Idee einreichen. Oder hat die schon jemand eingereicht? Was ist schon eingereicht worden, damit man das nicht zum 10. Mal macht? Wo könnte man das nachschauen und wo kann man so Ergebnisse nachlesen? Also die Giraffe hat es bisher noch nicht ins All geschafft. Es haben schon viele andere Lebewesen ins All geschafft, aber noch keine Giraffe. Das wäre dann in der Tat die Premiere. Alle Forschungsergebnisse von der Internationalen Raumstation sind frei zugänglich in wissenschaftlichen Magazinen. Die werden veröffentlicht und weil wir eben, die Internationale Raumstation wird ja quasi von Steuerzahlern bezahlt. Das heißt, alle Ergebnisse sollten auch frei zugänglich sein und sind es in der Tat auch. Das heißt, wenn du unter PubMed nach entsprechenden Ergebnissen suchst, wirst du auf sehr viele stoßen. Okay, da gucken wir mal, ob wir deine Rea-Studie finden und die packen wir zur Not auch mal in die Shownotes rein, damit unsere Hörer auch den leichteren Zugang finden.
Und jetzt habe ich so kurz vorm Abschluss habe ich noch eine meiner Meinung nach extrem relevante Frage für die Zukunft. Gibt es denn eigentlich auch Studien zu Sex im All? Es gibt noch keine Studien zu Sex im All. Bam, die reiche ich ein. Es wurden aber schon Mäuse auf die Raumstation geschickt, um zu schauen, wie pflanzen sie sich fort, wie vermehren sie sich und was machen ihre Sprösslinge. Und die Ergebnisse, oder es gibt bereits Ergebnisse und Veröffentlichungen, die zeigen, dass zumindest bei Mäusen Fortpflanzung im All möglich ist. Also die waren danach nicht irgendwie eingeschränkt, die Mäusebabys? So viel ich weiß nicht. Nice. Ich bin beeindruckt, dass die Mäuse das mit der Schwerelosigkeit hingekriegt haben, logistisch. Da bin ich dann mal gespannt. Also ich glaube, Andi, vielleicht können wir da irgendwelche Studien einreichen, was das angeht. Ich denke, es gäbe vielleicht schon den einen oder anderen Erfahrungsbericht, an dem wir wahrscheinlich nicht kommen werden, wie das auch bei anderen Organismen funktioniert. Aber dann müssen wir uns doch mal um die Mäuse kümmern. Jetzt würde es mich noch interessieren, wenn ich deinen Weg einschlagen will, was sind Voraussetzungen dafür, die man mitbringen sollte, außer dem brennenden Interesse natürlich für den Weltraum? Und was würdest du einem Space Medicine interessierten Zuhörer oder einer Zuhörerin raten wollen? Ich bin ja sehr zufällig zur ESA gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Mhm. Aber eigentlich hatte ich mit Space Medizin und Space so gar nichts am Hut. Mhm. Ich dachte immer, Astronauten sind quasi unnahbar. Mhm. Als ich mich aber damals um eine Stelle bewerben oder um eine Stelle kümmern musste, hatte ich mich, weil ich ja damals noch in Amerika war, bei der NASA um eine sogenannte Biology Payload Engineering Stelle beworben. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass die NASA sich bei mir meldet. Das haben sie aber gemacht. Sie haben mir einen sehr netten Brief zurückgeschickt, den ich auch heute noch habe, haben sich für meine Bewerbung bedankt und haben mir geraten, dass ich mich bei meiner eigenen Raumfahrtbehörde, der europäischen, um eine Stelle kümmere, weil sie mich wegen meines fehlenden amerikanischen Passes nicht einstellen konnten. Mhm. Und das war dann das erste Mal, dass ich von der ESA gehört habe. Mhm. Dann habe ich mich eben ein bisschen belesen und bin dabei auf ganz viele interessante Kurse und Angebote, die die ESA anbietet, gestoßen im Bereich Space Medicine, Space allgemein. Und ich würde jedem raten, der ein kleines Interesse hat an Space allgemein, sich da mal umzuschauen. Die ESA hat eine Website, wo über Karrieremöglichkeiten informiert wird. Die ESA hat diese Woche, gestern, einen Karrieretag durchgeführt online, wo verschiedene Kollegen über ihre jeweiligen Berufe gesprochen haben, wie sie zur ESA gekommen sind, ihre Hintergründe. Das würde ich jedem raten. Und weil wir hier ein Podcast sind für vor allem Mediziner, es gibt sehr viele Space Medicine Kurse, die angeboten werden. Jeder, der reinschnuppern möchte in Space Medicine, sollte sich mal einen dieser Kurse anschauen oder anhören. Es ist sehr interessant, weil die Space Medicine wirklich anders ist, exotisch, aber ungemein spannend. Saugeil. Also ich bin wirklich begeistert von dem Thema, weil wir, wie du selber gesagt hast, auch viele medizinische Hörer haben. Wenn da irgendwelche Nachfragen sind, dürfen die dich über uns kontaktieren, vielleicht nochmal für Nachfragen? Sehr, sehr gerne. Mein Name ist ja, glaube ich, bekannt und man kann mich im Internet relativ einfach finden. Nice. Und im Zweifelsfall darf uns jeder schreiben und wir leiten es dann passend an dich weiter. Vielen Dank für all die Einblicke und weiten Ausblicke ins Universum hinein. Jetzt habe ich aber noch zum Abschluss eine Frage. Du sprichst sehr auf dem Boden geblieben, aber zieht's dich auch ins Weltall? Ich würde gern mal für eine Woche auf die Raumstation. Eine typische Mission von unseren Astronauten dauert 6 Monate. Das ist mir ehrlich gesagt zu lang. Aber eine Woche lang mal auf unsere Erde runterzuschauen, würde mich schon reizen. Und Don Felix, wärst du auch eher so Kategorie Space-Tourist oder sagst du, körperliche Voraussetzungen und Intellekt bringe ich mit, ich bewerbe mich jetzt bei der ESA?
Puh, ich glaube, da würde ich ganz schön Ärger von meiner Familie bekommen. Ich bin ja jetzt schon fast nicht zu Hause, wenn ich danach noch im Weltall bin. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich würde dich auf jeden Fall für eine Podcast-Folge besuchen kommen. Nice. Aber das könnte auch ein bisschen kompliziert werden. Also, bleiben wir erstmal hier. Wir bleiben erstmal hier. Wunderbar. Jennifer, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch heute, für all die Einblicke, die Infos. Sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Don Felix, und wir überlegen noch, wo wir uns jetzt hinbeamen. Beam me up, Scotty. Ciao. Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Foam-Format für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.